So, guten Morgen zusammen. Wir sind wieder da. Ein neuer Tag, neuer Shop. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Also, wir gehen auch direkt mal rein in die Herausforderung, weil da gab es ja gestern ein größeres Problem. Es geht um diese Aufgabe. Die will einfach nicht richtig funktionieren, weil einfach nicht alle Modis gezählt werden. Aber macht euch nicht bekloppt. Ich ändere es, sobald es im Titel, sobald das Ganze wieder funktioniert, weil zurzeit kriegt jeder nur 3 von 5 hin. Es ist nun mal einfach gerade so. Ich weiß nicht, ob Epic daran am Arbeiten ist, ob denen der Fehler überhaupt bekannt ist, aber ich denke mal, das macht eigentlich doch schon ziemlich schnell die Runde. So, das war erstmal das. Dann möchte ich mich natürlich jetzt bedanken für 1160 Abonnenten. Also, ganz ehrlich, ich habe ja mit viel gerechnet, aber gestern der Tag war halt auch Stress pur. Muss ich einfach sagen, ich habe fast, warte mal, wie lang war es? 7 Stunden nur in den Aufgaben gehangen. Also, wenn du dafür gerne mal ein Abo dalassen könntest, wäre natürlich echt korrekt, aber ich mache es natürlich gerne. Ich helfe euch, ihr helft mir. Und wie gesagt, was hier die Herausforderung betrifft, schreibt mir gerne in die Kommentare, sobald ihr eine Lösung gefunden habt und diese Aufgabe wirklich, wirklich fertig habt. Weil das hilft halt allen, weil zurzeit will jeder diese Aufgabe fertig haben. Ja klar, jede Aufgabe funktioniert, nur eine nicht, dann guckt man immer wieder nach dieser einen Aufgabe. So, jetzt gehen wir aber direkt mal rein in den Shop. Okay, die ist doch gar nicht neu, die ist doch schon seit gestern drin. Dann gehen wir mal direkt rein und da sehen wir auch schon ein neuer Skin. Wurde auch schon gestern geleakt. Obwohl ich das inzwischen mit dem Leaken überhaupt nicht mag. Weil ich will doch eigentlich überhaupt nicht wissen, was vorher schon reinkommt. Aber auf jeden Fall komplett neue Skinart. Also ich kenne sie so noch nicht. Auch vom Gesichtszug her. Jetzt hier geht wieder alles viel zu schnell. So. Sieht ganz nett aus, aber in meinen Augen irgendwie zu, weiß nicht, so Disney-mäßig, so wie Highschool-Musical, so ein bisschen. Ah, hier ist eigentlich genau derselbe Stil, nur in Rot und die Hörner auf dem Kopf. Also, naja, in meinen Augen nicht gerade der beste Skin, aber natürlich trotzdem ganz okay. Ja, vom. Man da gerade mal gucken, wie von hinten. Ja, es ist okay. Ist nichts Besonderes, aber ist schon okay. So, dann haben wir noch eine neue Spitzhacke. Ton. Ja, der Sound ist derselbe wie bei fast allen. Also da haben sie nichts Besonderes mit reingeholt. Also wie gesagt, hier die 2 Skins neu. Dann haben wir immer noch. Komischerweise, das Monster holen sie raus, aber die Fußballspieler lassen sie jetzt gefühlt 800 Jahre drin. Also nochmal, der ganz normale Skin plus Rückenaccessoire, rote Karte. Ich gehe ganz kurz alle durch, weil da ist halt wirklich nichts Neues. Ich meine, ich brauche nicht hier jeden Tag dieselben Skins zu zeigen. Also da hätten sie, ja gut, sie machen groß Werbung dafür, dann müssen sie da eigentlich auch länger drin lassen. Wir wissen ja alle, Donnerstag ist Halloween offiziell, beziehungsweise Donnerstag auf Freitag. Ich schätze mal, dass am Freitag neue Skins kommen werden, dass sie so lange auch in dem Shop bleiben werden. So, dann haben wir natürlich hier kryptischer kryptischer Fluchset. Auch mit den ganz verschiedenen Stilen. Die Aufgaben lasst euch da nicht irritieren. Das sind einfach nur kurze Aufgaben, um die Skins freizuschalten. Also es sind nicht einfach irgendwelche Aufgaben, sondern halt es geht wirklich nur um hier die Skinarten wieder freizuschalten. So, dann gibt es einmal in lila, dann einmal in gelb und einmal in rot. Es ändert sich halt wirklich nur die Innenfarbe der Jacke und halt, ich glaube, der Brustkorb. Ja, der Brustkorb ändert sich mit, ansonsten ändert sich da nicht viel. So, dann gibt es noch die Sanduhr. Die gibt es dann. Oh, die passt ja sogar auf den Skin. Ja, gut, der Verband passt da nicht dazu. Dann haben wir hier noch rosa, auch grün und orange. So, dann noch die Spitzhacke. Naja, lässt mich nicht drauf.
Ja, die gefallen mir natürlich. Ich habe ja gesagt, diese doppelten Spitzhacken, ich mag sie einfach. So, dann haben wir den Heumann mit drin. Dieses Grinsen ist so krank. Aber dasselbe Grinsen haben wir auch noch mal auf dem Rückenaccessoire mit den Eiern. Sehe ich ja jetzt erst. Da sind ja Eier unten drin. Von einem Vogel. Weil die Federn sieht man nämlich auch noch. Er ist ganz okay, der Skin. Also, kann man sich geben. So, dann haben wir den Halloween-Schritt. Der ist nicht schlecht. Aber ihr wisst ja, sobald Musik dabei ist, bin ich dabei. So, Bunny Moon. Mit ihrem Zippel am Hintern. Dann haben wir neue Waffentarnungen, Strohnähte und Monsternaht. Ah, also einfach nur weiße Striche, die eine Näharbeit darstellen sollen. Naja, gucken trotzdem mal, wie das Ganze auf dem Boot aussieht. Ja, das läuft ja gut. Das hier ist das Boot. Ganz, ganz einfach zu erkennen. Gerade gucken, ob es nur einmalig ist. Ah, da war's. Ja, Autismus ist da. So sieht das Ganze auf dem Boot aus. Oh, jetzt kann ich hier wieder alles durchgehen. So. Also auf dem Boot finde ich, sehen beide Tarnungen richtig gut aus, finde ich. Auf jeden Fall. So, dann haben die Sturmkönig Musik. Schlecht ist auf gar keinen Fall. Richtig schön episch. So, dann haben wir noch die Sturmkönigs Faust. Natürlich auch nicht schlecht. So, das war erstmal der Shop. So, jetzt geht es nochmal darum, wegen der Skin-Verlosung. Die werden wir sehr wahrscheinlich, also beziehungsweise wir haben uns dazu gestern Abend schon entschlossen. Es waren halt gestern Abend 10 Leute da und da habe ich einfach gesagt, das ist ein Tick zu unfair den anderen gegenüber, die die ganze Zeit schon am Fragen sind. Wir machen das Ganze dann am Freitag, genau um wie viel Uhr, ich denke mal so 18, 19, 20 Uhr da in dem Dreh, werden wir uns einfinden. Ich werde vorher streamen, wenn natürlich vorher irgendwie ich merke, jetzt ist glaube ich der Höhepunkt, jetzt solltest du besser die Verlosung machen, dann werde ich das natürlich dann machen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, viel Spaß mit dem Shop, gebt nicht zu viel Geld aus, ihr wisst ja, ihr habt auch noch ein Privatleben, nicht nur Skins. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.